So, willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018. Und wir haben hier einen Kampagnenauftrag mit einem BMW. BMW Replika heißt in diesem Fall FMW Roadster. Und ich kam zurück von einer Party und ich glaube, dass ich in einen Kanaldeckel gefahren bin. Könnten Sie bitte die Schäden schätzen und alles reparieren, was nur möglich ist? Das ist der Wagen meines Schwiegervaters. Tja, das hört sich so an, als ob einer besoffen gefahren ist. Schön, schön. Bringt uns Arbeit. Schwiegervater und dann in so ein Blau. Passt auch sehr gut die braunen Sitze zu. Nicht schlecht. Okay, dann wollen wir mit dem Schätzchen mal eine Runde drehen, um festzustellen, was denn da alles in Dutten gegangen ist. Werden wahrscheinlich wieder viele Teile der Aufhängung sein. Oh, einfach hübsch, der geht ja gut ab. Mal gucken, ob er auch so eine gute Lenkung hat. Joa. Ist halt ein BMW. Vor ein paar Jahren hatte ich auch noch einen BMW. Den obligatorischen E36. Der hat mich eine ziemlich lange Zeit begleitet. Aber dann war der Zylinderkopf hinüber und dann habe ich ihn verkauft. Und eigentlich wollten die Russen den kaufen, aber in Russland, so hieß es, sind rote Autos nicht mehr so gefragt. Und da es ja nur ein Kompakt war, hatte er auch nur drei Türen und das kann man in Russland wohl auch nicht gebrauchen. Ja, letzten Endes, Klischee, hat ein Türke den gekauft und wieder fit gemacht und der Wagen fährt heute noch rum. Und das ist jetzt bestimmt schon, ja, mein Insignia habe ich jetzt fast ein Dreivierteljahr. So, schicken wir noch auf eine Diagnosefahrt. Also ein Insignia habe ich jetzt fast ein Dreivierteljahr. Davor hatte ich einen Corsa als Diesel, weil ich da noch viel beruflich unterwegs war. Und ja, den hatte ich 5 Jahre. Ja, dann ist das 6 Jahre her, wo ich den BMW abgegeben habe. Oh, ich dachte schon. Diagnosefahrt. Da. Und ja, damals hat er 200.000 auf der Uhr gehabt, wo ich eine weg abgestoßen habe quasi. Mit 50 hatte ich eine gekauft vom BMW-Händler. Also der hatte seine Schuldigkeit echt getan. Und es war nie was dran, außer zweimal der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite. Da war jedes Mal so ein olles Plastikteil abgebrochen, was ich glaube 90 Cent oder so kostet. Ja, und da müssen sie den ganzen Airbag deaktivieren, den Seiten-Airbag und all sowas. Hat mich dann quasi jedes Mal so, ja, einen schlappen 100er, glaube ich, gekostet. Ja, ansonsten war einmal noch das Thermostat kaputt. Und, Spurstange, glaube ich. Und Spurstangenkopf auf beiden Seiten. Die Dämpfer waren noch schick, trotz der 200.000. Also, der Wagen war echt toll. So, okay, da haben wir schon einiges gefunden. Raus aus dem Schlumpfenheim. Und Hebebühne B. Das wird sicherlich nicht alles sein, was an der Karre kaputt ist. Die Felgen werden auch ein Arsch sein, so wie die aussehen. So, Bauteile nicht gefunden. 3 Bauteile, 5, 6. Oh, sind doch eine ganze Menge, die wir nicht gefunden haben. Einmal schnellen Überblick. Naja, scheint wirklich nur auf einer Seite zu sein, obwohl die Felgen hier sehen kacke aus. Ja, und die sehen gut aus. Selbst wenn er aber durch einen Gullideckel gefahren ist, muss er auf der falschen Straßenseite gefahren sein, oder? Ich glaube nicht, dass Gullideckel in der Mitte der Straße angebracht sind. My boy. Oder my girl. Keine Ahnung. Das steht ja nicht da. Nur Schwiegervater gehört das Auto. So. Dann machen wir mal die Felgen runter. Die müssen definitiv neu.
Gehe ich mal ganz stark von aus. Die spannen wir mal gleich hier drauf zum Trennen. Dann sehen wir auch gleich, wie es um die bestellt ist. Ja, Felgen hinüber. Reifen sind noch in Ordnung. Schön. So. Die andere Felge auch gleich. Die können wir wohl bestellen. Das haben wir dann nochmal zwei Bauteile gefunden. Denke ich mal. So. Her damit. Und zerlegen. Yep. So, ich habe mir jetzt gedacht, wir machen immer hier einen Auftrag und wenn wir noch Zeit haben, nehmen wir den Mazda auseinander. So, haben wir hier irgendwo Felge schon gefunden? Ja, da sind die beiden Felgen. Schön, schön. Mein Freund, wie hast du denn den Endschalldämpfer kaputt gekriegt? Okay, okay. Interessant. Ganz interessant. Machen noch ein bisschen Lucky-Lucky hier. Narbe. Schick. Schick. Radnabenabdeckung auch schick. Achsschenkelgehäuse. Okay. Typ A. Da sind die Gummilager. Den Achsträger gucken wir uns auch an. Oh Gott sei Dank, der ist heil. Sonst müssten wir das alles da runterbremsen. Ja, dann muss das Fest hier vorne ab. Dann muss das Fest hier vorne ab. Lager ist heil, hintere Radnabe ab. Nabe 3 war in Ordnung. So, Feder ab, halt. Domlager. Wundert mich, dass das noch heile ist. Federhaube. Hinterer Querlenkerarm. Hinterer Stoßdämpfer. So, der obere Querlenkerarm. Auch komisch, dass der Stabilisator heil geblieben ist. So wie die Karre aussieht. Lagerbuchse raus. Hier auch noch. Hinterer Querlenkerarm. Okay. So. Da auch noch. Mhm. Schön. Achsschenkelgehäuse. Okay. Nochmal einen Blick werfen. Da oben die Lager. Das eine Lager. Das können wir dann auch gleich wieder reinsetzen. Wir haben es doch, eins haben wir noch. Gut, müssen wir gleich mal wieder ein großes Sortiment bestellen. Hinteres Achsschenkelgehäuse Typ A, das können wir uns schon mal gönnen. Achsschenkelgehäuse Typ A, oh, ist aber teuer. Kaufen wir auch nur eins von. So, das bringen wir schon mal an. Jetzt machen wir vorne erstmal weiter. Haben wir alle Bauteile gefunden schon? Nope. Da fehlen noch einige. Okay, Bremssattel runter. Hier muss, glaube ich, alles ab. Bremsscheibe. Antriebswelle muss auch runter. Das Lager ist auch noch ganz. Vordere Radnabe. So, in Dutten. Gelenkschutz in Dutten. Unterer Querlenker in Dutten. Sauber. Spurstangenkopf. Spurstange. Koppelstange ist in Ordnung. Hier können wir wieder einen Stoßdämpfer auseinanderbauen. Die Feder sah aber noch in Ordnung aus. Das schauen wir uns mal eben an.
Stoßdämpfer und Domlager. Gucken wir mal, ob wir da noch was haben. Ich glaube, da haben wir noch was auf Lager. So. Rausbauen. Zusammenbauen. Vorderer Stoßdämpfer. Ne, haben wir nicht. Vorderer Stoßdämpfer, vordere Feder, vorderes Domlager. Also brauchen wir einen vorderen Stoßdämpfer und ein vorderes Domlager. Vorderer Stoßdämpfer und vorderes Domlager. Komm, davon holen wir uns auch erstmal ein paar. 6 Stück. So. Vorderer Stoßdämpfer. Vordere Feder. Die können wir noch gebrauchen. Neues Domlager rein. Montieren. Dann holen wir die Teile mal hier raus. Nehmen das. Nehmen schon mal den Reifen hier runter. Und wir brauchten... Was ist denn das für eine Felge, die wir brauchen? Felge Classic 06. Aber in was für einer Stärke? Halt, müssen wir aufs Inventar zugreifen. Felge Classic 06. Sind das diese 20 Zoll hier, ne? Ne, 18. Classic 18 ET0. Felge Classic 18 Zoll. So. Felge Klasse 06 in 18 Zoll. 2 Stück. Dann können die hier schon drauf, wenn wir weitermachen. Zack. Da sind die Reifen 225, 40, 18. So, ein prüfendes Auge. Ah, unsere Gummilagerbuchsen. Die bestellen wir jetzt wieder im Dutzend. Gummilagerbuchse. 20 Stück. Die kleinen können wir auch mal wieder 10 bestellen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da noch von einem Lager haben. So. Das waren beide hier, ne? Jawohl, hier sind es beide. Zack, raus. Und hier auch raus. Schön. Und jetzt hier wieder rein. Und hier vorne auch rein. Ah, da sehe ich ein Kühlerproblem. Den Gullideckel möchte ich mal sehen, der solche Schäden macht. Halt. Ich muss mal komplett abbauen. Lass mich mal daran. So, das ist in Ordnung. Aber Kühler Typ A ist Schrott. Dann müssen wir da unten nochmal beim Ladeluftkühler gucken. Haben wir noch einen auf Lager? Nope. Kühler Typ A. Cooler Typ A. So. Kühler Typ A. 200 Scheine. Montieren. Das Ding auch montieren. Jawohl. Was sagt unser Auftrag? Jawohl. Wir haben alle Fehler gefunden. Das hört sich doch gut an. Jetzt holen wir mal eben die Felge ab. Montieren die nächste Felge.
Und dann sind wir hier vorne, waren wir ja durch. Hier kann zu. Aufgebockt nochmal. Dann machen wir hier vorne weiter. Und zwar als erstes den Stoßdämpfer, den wir mühevoll zusammengeklöppelt haben. Spurstangen dürfen wir noch haben. Yep. Vorderer Achsschenkel, den haben wir nicht, ne? Ne. Vorderer Achsschenkel Typ A. Achsschenkel Typ A. Da ist das gute Stück. Kaufen wir auch mal ein paar. Vielleicht gibt es noch mehr solche besoffenen Gulli-Fahrer. Den Stabi hatten wir auf Heile wiedergekriegt. Da ist er 89%. Ja, das Ding war auch im Arsch. Haben wir aber auf Lager. Vordere Radnabe. War garantiert die 89er hier. Das Radnabenlager. Ach komm, das kriegst du neu. Kostet ja kein Geld. Die Bremsscheibe. Müssen wir auch mal bald wieder ordnen. Ordern. Meine Güte. So, der Bremssattel. Das ist der. Ach komm, kriegst du eine neue. Kriegst einen neuen Zylinder. Du wirst ja auch ein paar Euro hier lassen. Den unteren Querlenker. Haben wir. Neue Lagerbuchsen rein. Und dann funktioniert das wieder. Haben wir noch eine Antriebswelle D? Oh, lieber Heiler, gut. Da fehlt noch der Spurstangenkopf. Kriegst du auch neu. War aber auch, glaube ich, kaputt. Dann kriegst du die neue Felge drauf. Was? Felge Classic 06 haben wir nicht. Jetzt willst du mich aber verkackeiern. Felge Classic 06. Wo ist sie? Hatten wir das doch beide hier. Draufgezogen. Nehmen. Gucken. Ah. Müssen wir auch noch auswuchten. Okay. Okay. Hast schon gewonnen. Halt, warte mal. 225, ja, das passt, alles klar. Ja, auswuchten. Schön, schön. Schon länger nicht mehr gemacht. So. Den Endschalldämpfer R4. Auspuff müssten wir noch haben. Oh ja, der letzte. Aber einen Endschalldämpfer R4 haben wir nicht. Endschalldämpfer R4. Kaufen. Drunter damit. Nabe 3. Haben wir. Heile. Gut. Kleine Gummilagerbuchse. Kindra Querlenker Arm haben wir nicht. Typ A. Hinterer. Querlenkerarm. Typ A. Zack. Dran geschraubt. Hinterer Querlenkerarm lang haben wir auch nicht. Lang. Da ist er. Dann haben wir hier hinterer Querlenkerarm Typ B. Typ B ist da, kostet 65 Schleifen. Hinterer Stoßdämpfer Typ A haben wir auch nicht. Da können wir ein paar von kaufen.
Typ A, ja, war das? Komm, 5 Stück. So. Koppelstange hinten. Neu. Ach, haben wir noch. Beziehungsweise war wahrscheinlich noch heile. Ja, ran. Da ist noch die Lagerbuchse. Die dürfen wir nicht vergessen. War da noch irgendwo eine Lagerbuchse? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und da müssen wir auf jeden Fall noch die Federhaube. Die war auch Schrott, glaube ich. Hintere Feder. Und hinteres Domlager war bestimmt das 89er. Das sind ja alles 89er-Teile hier irgendwie. Hintere Radnabe, 89. Gut. Bremsscheibe. Bremsklotz, 89. Bremssattel. Okay, jetzt können wir ein paar Bremssattel kaufen. Bremssattel. Da kaufen wir erstmal 10 Stück von. Genau wie 10 Bremsscheiben. Und 10 belüftete Bremsscheiben. Richtig Geld raushauen jetzt mal hier. So. Bremssattel. Zack, neu. Neue Zylinder von der Bremszange. Zack. Und wir haben noch irgendwas vergessen. Und zwar das Radnabenlager. Und die Abdeckung gibt es auch neu. Und die Felgen müssen wir jetzt noch holen. Und die andere noch auswuchten. Und zwar die. Und lass gehen, Kapelle. Jetzt montieren wir zuerst hier hinten. Halt erstmal noch mal gucken, ob wirklich alles fertig ist. Aha, den Gelenkschutz der Vorderachse. Vordere Radnabe. Was? Auf der anderen Seite vielleicht? Nein. Oh, da haben wir die alten Teile wieder eingebaut. Hallo? Das finde ich jetzt aber kacke. Ups. Der wollte alles neu, aber wenn ich die Teile ausbaue, die 89% haben, hallo? Bremssattel. Hinteres Domlager. Belüftete Bremsscheibe. Ja, 89%. Oh, dieser Huso, ey. Wir wollten doch noch am Mazda arbeiten. Nein, die Antriebswelle nicht. Die Antriebswelle nicht. Ach doch, müssen wir, ne? Nein. Doch. Oh. Müssen wir ja, um das Lager ranzukommen. So. Jetzt aber. Gelenkschutz. Volle Radnabe. Dann kriegen wir heute eine Überlänge hin hier. Ich will den unbedingt noch fertig machen. Radnabenlager. Antriebswelle. Die war ja nicht kaputt, deswegen verstehe ich nicht. Nölt er jetzt hier immer noch an der Antriebswelle rum? Nö. Sattel. Komm, Gas hier. So, das drauf. Hier
Jetzt machen wir den Reifen drauf. Und jetzt nölt er nur noch rum an der vorderen Feder. Ernsthaft? Stimmt, wir haben den Stoßdämpfer ja die Feder nicht erneuert. Hinteres Domlager, Querlenkerarm. Das ist die vordere Feder. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir heute und machen den in der nächsten Folge fertig. Versuchen mal nächste Folge den Motorheber zu testen. Den habe ich selber auch noch nicht getestet, um den Kandidaten hier rauszuheben, weil der wird, denke ich mal, komplett Schrott sein. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht es gut und ciao, ciao.